Wir kommen, desto mehr kann ich die schlechte Energie spüren. Lass mich raten, der Turm der Hera? Prometheus, ich war so verknallt, ich habe mich für sie zum Kuckuck gemacht. Sie liebte Tiere, also verwandelte ich mich in einen Kuckuck, damit sie ja sagt. Und als sie nein sagte, naja, ich brachte sie dazu, mich aus Scham zu heiraten und beschämte sie immer weiter. Die Seitensprünge sind nur das eine. Ich betrüge sie auch um ihr Glück. Ich betrüge alle. Ich betrüge sogar mich selbst. Eigentlich ist das der Turm der Moira. Oh. Das ist jetzt aber peinlich. Huh?
lassen. Ich will. Dieser Blitzschlag der Leidenschaft erwärme deine Lenden. Dein Herz. Geschafft! Wer von uns hat's drauf, Ligyron? Hey, Stinkeatem! Hast du den Nektar gestohlen, Kleiner? Ja, ich schoss die Tauben ab, als sie ihn zum Berg brachten. Genau wie du gesagt hast, Typhon. Was zum... Gut. Nun den Nektar, der den Göttern Leben gibt und den ich hole aus ihren Adern. Hinein in den Kessel damit. Den ich hole? Das Blut der Götter. Schnell, Kleiner. Kleiner ist übertrieben. Nun das Gift der Hydra, die Herakles ins Wanken brachte. Und das Wasser des tödlichsten Flusses der Unterwelt, Styx. Bleib zurück. Gib den Adamant hinein, um es zu binden. Ganz sanft. Gut, nun bringe die Fiole zu mir. Dies wird mein Thron sein, wenn wir die Götter ermorden? Sobald ich sie mit diesem Gift zur Ruhe bette. Nichts kann seinem dunklen Kuss widerstehen. Das ist also Typhons Plan. Alle sollen sterben. Oh ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Ligyron! Oh, das wird sicher ein Spaß. Hey, nicht schlecht. Wie bist du hier hochgekommen? Ich habe alles gehört. Sieh mich an. Verdiene ich es nicht, ein Gott zu sein? Und du natürlich auch, dank mir. Göttin der Erzählkunst. Du kannst mich verewigen. Ha? Kapiert? Du hast keine Ahnung, was du da tust. Du darfst Typhon das Gift nicht geben. Hör auf, dir Sorgen zu machen, kleine Schwester. Du wirst keinem Gott etwas tun müssen. Versprochen. Das mache ich. Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Nein, ich halte dich auf. Du und welches Heer? Kein Heer, nur ich. Oh, du meinst es ernst. Ich will dich nicht demütigen, aber du lässt mir keine Wahl. Dann zeig, was du drauf hast. Komm schon, kleine Schwester. Wow. Wie gesagt, ich habe trainiert. Dann nehme ich wohl besser keine Rücksicht mehr. Leg nur los. Sei vorsichtig, was du dir wünschst.
Oh ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Ist das der Standardspruch dieses Deppen? Na los, Felix! Lass mich dir etwas beibringen. Das ist nicht mehr lustig, Phoenix. Das bin ich also für dich? Ein Witz? Das meinte ich nicht. Mein ganzes Leben wollte ich wie du sein. Ich hätte alles für dich getan und nicht einmal hast du gefragt. Als gäbe es mich gar nicht. Aber wer zuletzt lacht. Bevor du dir weh tust. Ist es das, was du willst? Ich versuche dir zu helfen. Hör auf! Bitte! Hör auf! Warum? Hast du nicht ganz allein 1000 Spartaner besiegt? Bist du nicht in den Hafen gesegelt und hast ihre Schiffe eins nach dem anderen in einer Nacht versenkt? Dagegen ist das hier gar nichts. Hab ich nicht! Das habe ich nicht getan! Was? Was? Prometheus! Was? Ich habe mich versteckt. Es stürmte. Alle Schiffe sanken. Und die anderen Soldaten wurden getötet. Ich hab's erfunden. Zufrieden? Du hast was bitte? Alles erfunden. Das habe ich von dir gelernt. Du bist so eine gute Erzählerin. Es ist unmöglich, dir nicht jedes einzelne Wort zu glauben. Du hast so viel Leidenschaft. Man könnte wohl sagen, Geschichten erzählen liegt in der Familie. Das sind keine Geschichten. Das sind Lügen. Verschiedene Felder desselben Hofs. Egal. Sobald ich ein Gott bin, kann ich all das wahrmachen. Niemand wird es je erfahren. Ligyron! Typhon! Nein! Warte! Du machst einen schrecklichen Fehler! Nein, nein, nein! Was, wenn er das gegen meine Familie einsetzt? Du musst diesen Trank holen, Phoenix! Das ist doch nicht zu fassen. Sieh nicht in die Richtung, in die jemand zeigt. Das ist eins der wichtigsten Gebote neben. Du sollst eine Liste führen, damit du nichts vergisst. Und du sollst aufpassen, dass du nicht statt einem deiner Kinder einen Stein verschluckst. Alles gute Ratschläge.
Phoenix spürte, wenn sie ihrem Bruder ins Gewölbe folgte, gab es kein Zurück mehr. Bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbohren könnte. Nichts als Schweine, allesamt. Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Siehe deine Götter! Wie die Verse des Achilleus werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wo ist mein Bruder? Der Lügner? Warum soll ich ihn auf den olympischen Thron setzen? Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, Menschlein. Wo ist er? Wo er hingehört. Versteinert wie die anderen. Du dagegen hast dir noch keinen Fehler geleistet. Du hast die Essenzen zurückgebracht. Du hast Bestien und Monster erschlagen. Du hast dich als würdig erwiesen. Vielleicht bist du meine Heldin. Ich würde nie die Götter für dich töten. Es entspricht wohl nicht deiner Natur. Schließlich bist du zur Hälfte selbst einer. Nein, genug geredet. Jetzt erfüllen wir die Prophezeiung. Du ahnungsloser Knirps hast deine Kräfte nicht unter Kontrolle!
Typhon starb durch Phönix Klinge. Ja, gut gemacht, Phönix. Prometheus, schlag ein oder lass es. Leider. Blieb uns die Schaffung einer perfekten Zukunft verwehrt. Doch ich hege keinen Groll gegen dich. Denn du bist ohne Makel. Du verdienst zu wissen, was ich die ganze Zeit wusste. Und mit seinem letzten Atemzug offenbarte er die Wahrheit. Hermes ist dein Vater. Was? Phönix ist eine Halbgöttin? Mein Vater? Hermes? Begierig darauf, mit Hermes zu sprechen und ihren Bruder trotz aller Missetaten wiederzusehen, kletterte Phönix aus der Grube. Wenn sie schnell genug war, würde sie die Rückverwandlung aller Versteinerten mit ansehen können. Tja, ich habe verloren. Gut gespielt, Prometheus. Nur ein paar Dinge gehen nicht so recht auf. Pan ist auch Hermes' Sohn. Ja. Er hat Hufe, Phönix hat keine. Das stimmt. Und ich verstehe nicht, was Typhon mit dem Gifttrank für Götter wollte, den er überhaupt nicht einsetzte. Und du weißt, dass Phönix nicht sehen wird, wie sich die Versteinerten zurückverwandeln. Weil du es warst, der sie zu Stein verwandelt hat. Ja, wir beide haben uns deswegen gestritten, kurz bevor ich zu Hades feiern gegangen bin. Ergibt langsam alles einen Sinn für dich? Was hast du getan, Prometheus? Du wolltest nicht hören, also musste ich ein paar Dinge in Gang setzen. Der Sturm, der Phönix-Schiff traf? Das war mein Werk. Naja, mein Bruder Atlas hat das für mich übernommen. Moment, was sagtest du? Wie kam Typhon frei? Ich sagte nichts, aber das war auch Atlas. Und diese Geschichte? Ist größtenteils wahr, bis zum Schluss. Sie diente ihrem Zweck. Du bist hier geblieben. Typhon hat dir die Kraft der Weissagung gar nicht genommen. Die habe ich noch, und sie klappt deutlich besser als deine Erinnerung. Tatsächlich habe ich dich einst gewarnt, doch du wolltest nicht hören. Ich sagte dir, dass ein Kind aus der Beziehung zu dieser Nymphe... Thetis. Dass das älteste Kind von Thetis und Zeus dein Untergang wäre. Aber Phönix war sterblich. Sie wurde verwundet. Nein. Das war gelogen. Trotz der extremen Hitze fuhr Phönix unbeirrt fort und stieß den Hammer des Hephaistos in das Herz der Flammen. Kein Mensch könnte je diesen Hammer führen. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Nein, das ist unmöglich. Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Ältestes Kind der Thetis, dem Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Hermes ist nicht Phönix Vater. Phönix ist meine Tochter. Zeus, du hast die Sterblichen zu Stein verwandelt? Das warst du? Das war ich. Dann hat Typhon die Wahrheit gesagt. Warum? Ich schuf dies, das fünfte Zeitalter der Menschheit, aus Eisen. Ich schenkte ihnen Leben. Generationen vergingen. Und ich sah den Schmerz, so achtlos verursacht, den dekadenten Eigennutz, und es wurde immer schlimmer. Ich hielt die Menschheit für einen Fehler und setzte ihr ein Ende. Doch jetzt weiß ich, dass ich falsch lag. Wer bin ich, über Makel zu urteilen? Du hast meine Kinder gerettet und mir gezeigt,
dass sie unvollkommen sind. Die Sterblichen sind genau wie die Götter, vielleicht sind wir. Ich noch schlimmer. Ohne mich seid ihr alle besser dran. Ja! Erfüllen wir endlich die Prophezeiung! Ich bin so stolz auf dich. Versprich mir, eine bessere Anführerin zu sein und ein besseres Elternteil. Ich weiß, du bist nicht perfekt, aber du bist mein Vater. Und das ist, was zählt. Du willst mich nicht töten? Was? Hast du etwa gedacht, du würdest so leicht davonkommen? Ein Fehler zuzugeben ist nur der erste Schritt. Und um Ares zu zitieren, entschuldige dich nicht, bessere dich. Das sind bestimmt 5 oder 6 Schritte. Ich denke eher 12. Das Leben ist keine Treppe oder ein Wohltätigkeitslauf. Entweder kriegst du es gleich richtig hin, oder du scheiterst. Natürlich lebt er noch. Ich habe dich wohl überschätzt, Menschlein. Es gibt keine zweiten Chancen. Typhon, nicht! Nein! Gute Reise, Leute! Zeus und der Tethys magst deine Göttin sein, aber wir sind jetzt Götterjäger.
Oh, Phönix. Ganz allein. Welch trauriger Anblick. Yeah.
wirst nicht mehr erleben, wie ich ein perfektes Paradies erschaffe. Trauriger Hephaistos würde sich lieber die Haare färben, als dir zu helfen.
Heldin aller Zeiten werden können. So bist du nur ein Fehler. Thank you.
Der Dickkopf Ares rennt lieber Aphrodite hinterher, als dich zu retten. Götter macht die Welt schlechter, als sie vor euch war.
Welt wird sich an deinen Namen erinnern. Phoenix, du könntest vielleicht recht gehabt haben. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Du willst deinen Vater und Halbbruder retten? Wie rührend. Und welch ein Fehler. Halt, was? Lange Geschichte. Deine Mutter hatte die schönsten... Halt den Mund, Thronräuber! Du bist als nächstes dran. Kind des Zeus und der Thetis. Hier hebe ich dein Grab aus. Du ahnungsloser Knirps hast deine Kräfte nicht unter Kontrolle. Gewesen sein, immer im Schatten deines Bruders zu stehen. Ja.
Bitte nicht! Du hast dir sicher gewünscht, du wärst ein Einzelkind. Tja, heute ist dein Glückstag. Wie sagte dein Bruder noch? Raus mit dem Alten! Prost! Den habe ich mir extra aufbewahrt, aber ich glaube, ich gebe das Trinken auf. Nächstes Mal solltest du in mehr Zellen investieren. Sieh an! Der Feigling hat dich zurückgelassen. Was für eine Enttäuschung er als Vater doch ist. Hey, das ist unser Versagervater, von dem du redest, Arschloch. Ihr geht gemeinsam unter. Wie du siehst, siehst du mich nicht. Speziallieferung. Für einmal unterschreiben. Ups, zurück an den Absender. Nein, ich bin perfekt. Ihr Götter, seid das pure Chaos. Ihr seid alle faul, lauter und nervtötend. Dieser Planet ist euch doch egal. Ah!
Perfektion triumphieren! Wir werden ganz sicher Fehler machen. Aber wir brauchen das Chaos, um daran zu wachsen. Lassen wir ihn leben. In Gefangenschaft. Das Gift. Ich bin zu schwach. Es frisst mich von innen auf. Was sagt dir dein Herr? Es sagt, wir lassen ihn leben. Verschwinden wir, bevor sich das Gewölbe schließt. Mögest du hell unter den Sternen leuchten, Phosphor. Daedalos Flügel sind hinüber. Typhons Flammen haben sie verbrannt. Ich repariere sie. Ich habe eine bessere Idee. Nichts gegen deine erstklassigen künstlerischen Fähigkeiten, Hephaistos. War das... Versucht er nett zu sein? Das ist verstörend. Auf die Knie. Für Tapferkeit auf dem Schlachtfeld und Menschlichkeit abseits davon. Langweilig. Hermes, kannst du dich kurz konzentrieren? Entspann dich, Athena. Oh, ich spann dich gleich. Und zwar auf eine Streitbank. Du hast mir gezeigt, dass ich ein besserer Vater für euch alle sein kann. Ach, ich hätte nichts gegen ein paar Leibesübungen. Komm doch her, Ares. Für dich strecke ich mich gern. Bin ich unsichtbar? Du bist ein furchtbarer Gefährte, Hephaistos. Das reicht, ich hab genug. Ich reich die Scheidung ein. Seid ruhig, allesamt! Wie soll ich mich entschuldigen, wenn ich euch alle am liebsten vom Olymp schmeißen würde? Nochmal? Willkommen in der Familie, Phoenix. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Von nun an kehrt er ins Leben zurück, wenn er stirbt. Ich erschuf dieses Wesen zu deinen Ehren. Ein majestätischer Vogel, der mit Sonnenfeuer brennt und niemals aufgibt. Der Phönix! Ich bin sprachlos. Das habe ich nicht verdient. Doch, hast du, Schwester. Nimm es an. Gut. Werde ich. Oh, und ein letztes Geschenk noch. Wartet! Da fehlt jemand. Wo ist Legion? Hey, und wo ist...
Phoenix? Die winselt sicher irgendwo um Hilfe. Wenn sie nicht schon längst tot ist, meine ich. Oh, Götter! Sicher, dass das die richtige Entscheidung war? Oh ja, ganz sicher. Komm, mein Kind. Ich möchte dir noch viel zeigen. Warte, du kannst mir nicht einfach Flügel geben und einen Phönix alle zurückverwandeln und erwarten, dass ich vergesse, was du mir angetan hast. Und deinen Kindern, Aphrodite, eigentlich allen. Ach nein? Hey, das war nur ein Spaß. Ich trinke nicht mehr. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Ich werde sogar Erziehungsratgeber lesen. Zum Hades nochmal. Schön. Ich gebe dem Götterding eine Chance. Aber ich habe ein Auge auf dich. Paps. Ich liebe dich auch, Phoenix. Hallo? Kann mich jemand hören? Zeus! Phoenix! Irgendwer? Hey! Kann mir jemand helfen? Irgendjemand? Ja. Du da, Sterblicher! Hilf mir! Ich? Ich hab den Schlüssel. Oh, den Göttern sei Dank! Befrei mich! Schon, aber Zeus sagt, ich muss dir erst eine Geschichte erzählen. Was? Was für eine Geschichte? Möge dies die Geschichte von Phoenix, meine Wiedergutmachung sein. Sie beginnt auf See. Nein! Das ist ja schlimmer als der Adler! Sei verflucht, Zeus!